Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Fallout 4. Ja, im letzten Part sind wir ekelhaften Viechern begegnet, also nur mal durch die Scheibe hier. Wir haben einen Schlagstock bekommen und einige Infos noch obendrein, was hier denn passiert ist. Ich nehme lieber mal den Schlagstock, ne? Nicht, dass mich da irgend so ein Sauviech noch überrascht. Des Weiteren haben wir schon unsere ersten Krempelsachen gesammelt. Ja, und machen uns jetzt auf den Weg, die Vault zu verlassen. Mal schauen, ob es uns auch gelingt. Boah, und jetzt kommen die Viecher, ne? Komm her, Arschloch. Viech. Blödes. Kuckuck. Hallo? Und immer feste drauf. Jawohl, wow. Das geht gut. Also der hat gesessen. Riesenkakerlaken? Je. Was zum Teufel? Radkakerlakenfleisch. Mahlzeit. I. Na, wir sind bei Gothic. Ach du liebe Zeit, wir sind bei Gothic. Wir sind bei Gothic 1 und bei Gothic 2. Es gibt Fleischschwanzen. Jawohl. Vielleicht können wir wieder leckeres Fleischschwanzen-Ragout machen. Da kann man trinken. Echt? Das bringt sich was? Ich glaube, sie trinkt echt. Wow. Cool. Wahrscheinlich kriegen wir da wieder bessere Gesundheit. Da ist ein Klo, da ist... Aha, Kaffeetasse. Bierflasche. Eine Dusche, okay. Halt, ist da was drin? Nein. Ein Becken, können wir wieder was trinken. Klo dürfen wir nicht benutzen. Wir haben eine Stahlblase, wir brauchen sowas nicht. So. Dann ein Toaster, den nehmen wir auch gern mit. Kaffeebecher. Eine Bierflasche, eine leere. Super. Nicht mal was... Anständiges zum Trinken auf den Schock können wir da, also, ne? So. Her mit dem Zeugs. Ist hier noch irgendwas? Da unten? Nein. Hier in der Schachtel können wir die nehmen? Tatsächlich. Oh, cool. Und da? Na, nehmen? Geht das noch? Wie habe ich das gerade angestellt? Geht scheinbar nicht. Geht nur die. Aha, da liegt auch noch was. Hui, her damit. Was steht denn da? Bla bla, das wissen wir schon. Der Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Da hat man ja Spaß, ne? Dann Top 10. Rick Tim TGM SAE SQV, was? Band abspielen. Im Ernst? Ey, Donkey Kong! Im Ernst jetzt? 25 m. Okay. Mhm. Ja? Können wir springen? Ja, wir können springen. Wow. Aha, okay, verstehe. Das schießt gleich mit Bomben. So. Ah! Und getroffen. Natürlich trifft das. Alter, wie in alten Zeiten, ne? Müssen wir das schaffen? Hui! Hui! Bah, hör auf. So. Rauf da. Wow. Hui. Und drauf da. So. Ah, jetzt. Juhu. Jawohl. Und der nächste. Hui. Na, da. Aha, okay. Genau. Wieder getroffen. Gescheibe, ich hätte gleich raufgehen sollen. Ich glaube, das hätte mich erwischt, ne? Na, komm nur her. So. Alle hopp. Tap, 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 tap. Und rauf da. Tap, 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 tap. Und rauf da. Na, rauf. Hui. Das geht sich aus. Hui. Jawohl. Und? Na, warte. Hui. Na, geht sich nicht aus. Aber einmal noch. Ah, was? Ach so, Game Over schon. Nee, dann passt's. Falscher Knopf. So, jetzt aber.
Na, glaub nicht. Achso, quit the game. Natürlich, weggehen. Sicher. So, verlassen. Unfassbar. Na fein. Gibt's hier im Ofen noch irgendwas? Irgendwelche Überreste von irgendwas? Kochplatte. Becken trinken. Wir können überall trinken, das ist nicht schlecht. Der Kühlschrank hat nichts, leider. Da oben ist auch nichts drin. Ja, die werden alles geplündert haben, ne? Als sie aufgebrochen sind, werden die alles Brauchbare mit sich genommen haben. Ist ja logisch. Wer würde das nicht tun? Da haben wir ein Bett. Hier scheint es keine Ekelkäfer zu geben. Das wäre mich sicher schon längst angesprungen. Das Bett hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Nanu, da ist nichts drin. Da auch nicht. Da geht gar nichts. Da ist überhaupt nichts. Nein. Bett schlafen? Ernsthaft? Muss weiter in Bewegung bleiben. Aha, darf man nicht. Ist verboten. Schlafen kannst du, wenn du unter der Erde bist. Ja. Das ist halt so, ne? Gut, dann sind wir hier fertig. Dann würde ich sagen, da rein. Kuckuck, ihr Kackviecher. Na, wo seid ihr denn? Da unten ist schon so eins. Komm her, du Ekelviech. Noch eins? Ka-Changa. Nanu. Uah. Aua. Du blödes Ding da, ne? Her mit dem Zeug. Gibt's da oben noch irgendwas? Hallo? Wahrscheinlich den nächsten Käfer irgendwo. Her von uns zu Käfer. Wo bist du? War er? Irgendwo. Irgendwo ist er. Wo ist er? Blocken. Ich block mal. Wo ist er? Kackkäfer. Wo bist du? Keine Ahnung. War da nicht auf der Seite mal so ein Kackkäfer? Da müsste einer gewesen sein. Wo ist er hin? Ein Käfer gibt's noch. Ich weiß es. Dreckiges Mistviech. Wo bist du? Da unten ist er. Da. Bam. Auf die 12. Dann hier. Gibt es da irgendwas? Was? Da? 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 Da. Abgenutztes Klemmbrett. Noch irgendwas? Freund oder Feind? Hat es nur zwei jetzt gegeben von diesen Mistviechern? Ein drittes wäre auch noch schön. Ich würde mich freuen. Wir haben noch recht viel Leben. Aber ich glaube, hier ist sonst nichts, ne? Da mittendrin ist auch irgendwie nichts. Skelett. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Ja, das ist es ja. Da sind alle. Ih, der Kopf bewegt sich. Ich gehe da. Tschüss. So, nächstes Viech. Da oben sind noch zwei. Kommt's nachher. Komm näher, Saufich. Bam, auf die 12. Wah, noch eins? Wah, Alter. Da, kriegst eine... Alter, Ungeziefer. Na? Also wir können uns schon mal echt für einen Kammerjäger bewerben, ne? Wenn da irgendjemand mal einen Kammerjäger braucht, wir sind voll dabei. Wir können das. Saufiecher? Hallo? Hier zurzeit noch nicht. Dann gehen wir mal klubschen. Was haben wir da? Leeren Aktenschrank. Eine Haarklammer. Und Vorkriegsgeld und Bleistift. Ich hörte irgendwas krabbeln. Oder ich bilde mir das schon wieder ein. Aber das wird halt schon so sein, ne? Also Kakerlaken, das weiß man. Die Viecher sind sehr robust. Also die halten echt was aus. 10mm Patrone. Oha, noch eine. Eine Buffen. Sehr schön. Ja. Muhaha. Sehr schön. Jetzt können die Zombies kommen, meine Herren. Und meine Damen. Was haben wir da? Ein Speermeister. Dich hole ich mir später. Ja. Muss wohl so sein. Da brauchen wir noch Schlösser knacken. Besser. Besseres Schlösser knacken. Halt, was ist mit dir? Nix. Ist hier irgendwas? Aufseherterminal. Was haben wir da? Volt 111. Anweisungen für Aufseher. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Aufseher. Verstoß VTP 01011.
Volt 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des Scheintods. Ach so, das haben wir schon gelesen, ne? Das oder aufwecken. Verstoße unter Kryokammern werden bevorzugt zur Entsorgung sterblicher Überreste verwendet. Ach nein, das ist doch was Neues. Ist, glaube ich, doch was Neues. Moment. Also nochmal. Volt 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des Scheintodes bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Ihre Mitarbeiter werden kurzfristig mit der Überwachung grundlegender kardiopulmonaler und kognitiver Funktionen betraut. Unfassbar. Für mich ein Zungenbrecher, wirklich wahr. Die Langzeitbeobachtung erfolgt über Fernüberwachung durch Voltec-Techniker. Unter keinen Umständen darf der Schlafzustand unterbrochen werden. Dies schließt die Anwendung lebensrettender Maßnahmen ein. Ihre Mitarbeiter werden als entbehrlich angesehen. Boah! Insubordination oder vorzeitiges Aufwecken werden als kapitale Verstöße angesehen. Ungenutzte Kryokammern werden bevorzugt zur Entsorgung sterblicher Überreste verwendet. Ah, deshalb ist die eine leer gewesen. Na toll. Kyrolator. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kyrolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Betriebsprotokoll-Handbuch. Aufnahme von Bewohnern. Ist es dasselbe? Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht vom Voltec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich aufzufinden. Sicherheit. Das Forschungs- und Aufnahme der Bewohner zuständig. Eskortieren in den Bereich. Befindet sich ein intern. Ja, das haben wir schon. Das haben wir schon, okay? Mitarbeiterpflichten wird, denke ich, auch gleich sein. Wissenschaftliches. Gebäudeverwaltung, Instandhaltung, das hatten wir schon. Ja, das können wir wieder zurück. Das war am Anfang, ne? Genauso wie das mit Entwartung und Evakuierung. Aufseher-Logbuch, das ist sehr interessant. Vorbereitungen. Die abschließende Einweisung der Mitarbeiter ist beendet. Alle bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert. Und einige aus Concord ebenfalls. Voltec-Kontrolleure waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Volt ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden, das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. Naja, da bin ich mal gespannt, ob das so ohne weiteres hinhaut. 23. Oktober. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte. Wie, jetzt hätte ich fast Nordhagen gesagt. Ich bin total gotisch geschädigt. Entschuldigung. Als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Meinen die mit uns? Wir haben nicht gewartet, wir wurden von dem Vertreter aufgehalten. Naja. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten. Aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie müssen von allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kyrokammern in Frage zu stellen. Ja, toll, danke. Für das hat man nämlich Zeit, wenn man gerade voll Panik hat und mit einem Haar sein Leben retten konnte. Systemdefekt. So, schlucken. Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Subjekt schien Herzrasen zu haben. Nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kyrosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen, um Gottes Willen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, einen Fehler in Voltecs externen Überbrückungssystem hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben.
Naja, Vorräte werden knapp. Es gab noch kein Entwarnungssignal. Obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen. Und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich noch hier unten machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Vault-Versiegelung so früh öffnen. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Na, Servus Kaiser, haben Sie sich dann... Meuterei ist schon soweit, ne? Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben Sie sich gegenseitig gegessen. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen, wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält. Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Jessas, na, ne? Bist du gescheit. Ja, das... Und dann haben wir noch die Evakuierungstunnel öffnen. Na, supi. Evakuierungstunnel wird geöffnet. Aha, das dürfen wir. Der Personalevakuierungstunnel ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, sich angemessen zu verhalten und den Abschaltprotokollen zu folgen, bevor Sie Vault 111 verlassen und abschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Ihren Vault-Tech-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Na großartig, das hat ja scheinbar niemand überstanden, ne? Weil, als sie das geöffnet haben da, ne, sind wahrscheinlich dann Käfer rein oder was weiß ich, keine Ahnung. Da, die nächste Pistole, sehr schön. Ein Haufen Ordner, können wir das Papier nehmen? Nein, aber Stimpacks. Stimpacks stellen bis zu 30% ihrer maximalen Gesundheit wieder her, heilt verletzte Körperteile und können zu Favoriten gemacht werden, sodass sie schnell auf sie zugreifen können. Ah ja, das ist schön. Das ist schön. Wah, wah. Alter, Alter. Oh. Jetzt habe ich gedacht, mir ist ein Viech angesprungen. Großartig. Ist da eins? Zufällig? Hallo? Viechlein? Halt. Nein, schaut nicht aus. Aber da ist gut erhaltenes Zigarettenpäckchen. Was haben wir da drin? Jawohl. Munition. Was ist hier? Hier irgendwas? Hallo? Hallo? Ah, da? Was? Achso, Tür schließen. Klo, trinken, sonst ist da nichts, ne? Da irgendwas? Nein, nichts. Alles gut. Hier ist auch alles leer. Lol, die Munition haben sie da gelassen, ne? Die haben genau gewusst, dass es mich noch gibt. Da sind wir fertig. Dann können wir, denke ich mal, da drüben ist da noch irgendwas. Da waren wir, glaube ich, schon. Ich glaube, ich höre Käfer. Psst. Ich glaube, ich höre Käfer. Auf der Seite ist keins. Da drüben. Da, schau mal. Da. Und... Ja! Juhu! Das macht Spaß! Schön! Noch eins? Hat, wer will noch nicht? Wer hat noch? Also umgekehrt. Wer hat noch? Wer will noch mal? Eins und zwei. Drücke quer, um Gegner in Watz anzuvisieren. Ah! Um ein Ziel für einen Angriff zu markieren, bewege den Mauszeiger darüber und drücke... Maus 1. Mit Schusswaffen visierst du bestimmte Körperteile an. Mit Nahkampfwaffen, oje. Mit T und A wechselst du zu Gegnern in der Nähe. Drücke E, um einen Angriff auszuführen. Ach du Heilige, das soll mir alles merken. Ich würde gern hier probieren. Hat's was gebracht? Ist er hin? Nö. Dann nochmal. Quee. Drücke Tab, um das Watz zu verlassen. Okay, Torso. Und jetzt? E? Aber jetzt ist er hin. Muha! Na bitte, geht ja. Gibt es dann noch mehr Viecher?
Tatsächlich, da ist noch eins. Torso. Und? Boom. Hat's was gebracht? Nee. Halten die so viel aus? Gibt's ja nicht, oder? Machen? Achso, AP sind zu wenig. Da muss ich dann so treffen, oder was, den Lackel? Na fein, ich sammle da mal ein. Wo ist der dritte? Da drüben. Aha, da kommen sie schon. Wow. Au. Au. Du Mistviech. Sauviech. Alter. Ne? Okay, sie lädt automatisch nach. Das ist gut. Ich wollte gerade fragen, also mir gerade überlegen, wie das gehen könnte. Ist da noch so ein Krüppel? Nein. Darf ich mal looten? Schön. Leben schaut noch gut aus bei uns. Drücke R, um deine Waffe nachzuladen. Ah! Okay, die ist aber eh voll normalerweise. Gut, dann Sesam, öffne dich. Bisschen zurückgehen. Freund oder Feind? Käfer? Keine Käfer. Gut, was haben wir hier? Sitzen, ja, später. Wenn wir hier raus sind, vielleicht mal. Boah, da ist schon wieder dunkel, ne? Sesam, öffne dich. Zurückgehen. Da haben wir schon das nächste Mistviech. Geht schon wieder. Haben wir Ausdauer? Sehr gut. Kopf wäre gut, oder? Na, nehmen wir Torso. Und? Schön. Um Nahkampfangriffe auszuführen, während du... Ach Mist. Ich bin immer zu langsam beim Lesen. Noch so ein Viech? Hm, schaut nicht aus, oder? Ist da irgendwas drin? Ich würde sagen, nehmen wir da mal. Skelett hat nichts. Ist da kein Käfer mehr sonst? Das ist schon... Da geht's auch nochmal rein. Alter Schwede. Haben wir hier was? Nö. Boah, ey, wie viele Räumlichkeiten sind denn hier? Das ist ja Wahnsinn, ey. Käfer? Ach so, wir sind im Kreis gegangen. Alles klar. Okay. Okay, alles gut. Alles gut. Da haben wir was. So, Munition, sehr gut. Haben wir hier noch was? Mehr Munition. Ich freue mich. Ist da noch was drin? Hier irgendwo? Kaffeehäferl? Irgendwas? Nobody knows. Halt! Käfer. Wo? Wo ist Käfer? Da unten? Wah! Nein, nichts da unten. Da, Käfer. Käfer. Wah! Das war einmal zu viel. Hoppla. Alles gut. Alles okay. Ist da was drin? I. Wasser trinken, das sicher nicht. Ist hier irgendwas? Jetzt ist meine Hose nass. Nö, schaut nicht so aus, oder? Na, da ist gar nichts. Dann gehen wir weiter. Immer wieder, immer fröhlich, immer weiter. So, da ist nichts. Ich denke mal... Oh, was ist das? Schau mal, ein Computer. Hm. Schaut noch in Ordnung aus. Dann schauen wir mal, ob er noch funktioniert. Tatsächlich. Bisschen verstaubt, aber geht schon noch. Fein, was haben wir denn da? Grüß dich. Ja, Daumen hoch. So schaut's aus. Mit Maus wählst du einen Reiter. Okay. Aha. Mit A und D wechselst du die Bereiche. Drücke Tab, um dein Pip-Boy zu verlassen. Um auf ihn zuzugreifen, drücke Tab. Aha, Tab, Tab. Okay. Also, was haben wir da? Special. Wir sind Special. Da sehen wir... Waffe? Radioaktiv? Irgend sowas. Level 1, okay. Wie viel AP wir haben? Okay, wie viele Lebenspunkte wir haben? Was ist das?
Pistole? Aha, okay. Aha, da können wir ausrüsten. Schön. Mhm, alles klar. Daten. Zeitreise für Anfänger. Verlasse den Vault 111. Die Uhrzeit ist sogar dabei und das Datum. Welches Datum haben wir? 2287? Wir haben 200 Jahre geschlafen. Mehr sogar, 210. Ja, bist du des Wahnsinns? Und es ist jetzt, wir haben jetzt Oktober. Okay, also wird es draußen kalt sein wahrscheinlich. Das ist nicht gut. Während meines Kälteschlafs in Vault 111 bin ich gerade lang genug aufgewacht, um die Ermordung meines Mannes und die Entführung meines kleinen Sohns mitzuerleben. Ich muss das Vault 111, ich muss aus Vault 111 entkommen und nach Hause gelangen. Ich muss das alles erst einmal verarbeiten. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Karte haben wir auch. Werkstatt, Aufgaben. Werkstatt, Statistik. Allgemein, Quests, Kampf. Getötete Menschen. Aha, das ist eine getötete Kreatur. 12 haben wir schon umgehauen. Kann ja gar nicht sein, oder? Echt, waren das schon 12? Zum Glück zählt das mit, weil ich würde es nicht wissen. Oh, eine Karte. Schön. Ein Radio haben wir auch. Kann man da was machen? Und was ist hier? Ah, die Skill-Tabelle. Ah, das geht auch. Haben wir denn schon was? Dürfen wir schon? Ich denke nicht, oder? Tun wir wieder zumachen. Und tschüss. Na dann, starten wir mal das Ganze, ne? Auf in die Freiheit. Ready. Boom. Verlasse. Jawohl. Ja, mach mal schon. Wir sind ganz zurück. Ich sollte vielleicht lieber meine Buffen wieder nehmen. Nicht, dass da irgendein Saufich noch daherkommt. Schaut irgendwie aus, als wenn er das aufschweißen würde, oder? Also aufflexen, so nicht aufschweißen, genau. Aufschweißen, genau. Aufflexen irgendwie. Boah, Licht. Oh, Luft. Luft. Boah, das ist mein... Also das ist mal sanft. Gehst du auf? Ach so, wie beim Einkaufsgeschäft. Gleich mal komplett aufgerissen. Boah, Sinn. Stopp. Und jetzt? Ach so, hier. Käfer? Käfer? Sind hier Käfer? Nein, schaut sauber aus. Liegt hier noch irgendwas rum? Schaut nicht so aus. Alles gut. Na passt, dann gehen wir es an. Die Attribute ändern, Aussehen verändern können wir auch. Okay. Müssen wir, also, na, oder? Ich finde, das passt so, wie es ist. Wobei, eins will ich noch nachschauen, wenn es geht. Ich glaube, ich habe bei meinen Sommersprossen das vergessen machen. Das ist mir bei beim Video aufgefallen, aber nein. Nein, alles okay. Für mich hat es ausgesehen, als ob die mittleren extrem sichtbar gewesen wären. Aber passt schon. Alles okay. Die Attribute, ich glaube nicht. Das lasse ich einfach mal so. Fertig. Verlasse den Vault. Was liegt das Bikt? Fertig aus. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche. Und danke, dass Sie sich für Vault Tech entschieden haben. Ja, bitte gern. Was ist das? Ah, das ist so eine Kryokammer, ne? Ja. Ja, natürlich. Ach du Heilige, 210 Jahre sind wir gealtert. Boah, ne? Also wir sind mit Sicherheit der älteste Mensch auf diesem Planeten. Denke ich mal aus. Es hat irgendwo anders noch Vault-Tech-Stützpunkte gegeben. Es hat da jemand rausgeschafft, aber... Boah, Licht. Ha, Alter, meine Augen. Oh, ich sehe nichts. Wo sind wir? Regnet es? Nein.
Luft. Reine Luft. Oh mein Gott. Ich weiß, es ist Oktober, aber was zum Teufel ist mit unserer Stadt, also mit unserem Dorf passiert? Ja, ich meine, es sind 200 Jahre vergangen, aber es ist... Es ist alles verdorrt und schier. Ja, ich weiß, Oktober und so, aber trotzdem. Du armer Mann. Können wir hier irgendwas tatsächlich... Red Away. Her damit. Was haben wir hier? Nuka-Cola. Aha. Nuka-Cola. Muss scheinbar wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Konkurrenzfirma sein. Bei uns gibt es nämlich Coca-Cola, ja? Nein, ich weiß schon, das geht rechtlich wahrscheinlich nicht. Da wäre Coca-Cola vielleicht beleidigt. Kann ja sein, weiß man nicht, ne? Den Aufzugsknopf. Wenn du denkst, der, was hier gestanden ist, ne? Der hat es auch voll abbekommen. Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Alter. Psst. Du wächst dir die Leute auf. Ich weiß nicht. Was haben wir da? Das ist Wasser, ne? Das scheint Wasser zu sein. Gibt es hier Beeren? Nein, um die Jahreszeit wahrscheinlich nicht. Aber mein radioaktiv, ne? Vielleicht hat sich da was gentechnisch verändert und es gibt jetzt das ganze Jahr über Beeren. Und Früchte und... Nein. Ganz sicher nicht. Boah, ey, ne? Gibt es hier irgendwas für uns? Alter. Boah, eh, ne? So wie wir es verlassen haben, nur halt 210 Jahre älter. Alles zusammen. Halt, was? Ich dachte schon, uns will da wer was. Lol, die haben da alles geplündert. Schau mal. Lol, Reifen, können wir den mitnehmen? Das könnte ja unsere Sitzunterlage sein. Unser erster Sessel hier. Tischventilator. Den nehmen wir gern mit. Was haben wir da? Kram. Okay. Haufen Weißzettel. Können wir nicht das Papier mitnehmen? Da können wir Glas Feuer machen. Was haben wir hier? Eine Kaffeekanne. Na, endlich. Jetzt können wir dann bald Kaffee kochen. Kronkorken. Okay. Jetzt sind wir bei Pikmin. Neue Waffen. Den haben sie auch komplett ausgeschlachtet. Springmesser. Jö. Aschenbecher. Nehmen wir auch gern mit. Schreibtisch ist leer. Okay. Hier drüben ist auch nichts mehr. Da ist nichts mehr. Haben wir alles mit. Alles gut. Dann Regentonne. Nein, nicht. Ich dachte schon, das ist so eine Tonne, die vielleicht Regenwasser aufsammelt. Ja, es ist halt alles hin. Ne? Man muss mit kleinen Dingen, muss man jetzt schauen, dass man überleben kann. Alter Schwede, die ganzen Leute, ne? Shift, um zu sprinten. Ich weiß nicht so recht, ob ich hier schon sprinten soll, ne? Weil, ein bisschen erkunden, nicht, dass ich irgendwas übersehe. Irgendwas, wa, ist da wer? Freund oder Feind? Naja, dann sprint man halt, ne, wenn er es will. Dab, 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 ich höre mich an, das sind... Oh, was für eine schöne Blume. Hup, Blume. Na, die nehme ich aber mit. Vielleicht kann ich sie mir ins Haar stecken. Oder vielleicht kann ich Medizin draus machen, irgendwann mal. Wir werden doch wohl jetzt nicht wirklich der letzte Mensch auf der Erde sein, oder? Aber seht ihr, so weit bringt es der Mensch noch. So weit bringt es der Mensch noch. Dass wir alles, was uns lieb und teuer ist, zerstören. Platsch. Bist du ein Pilz? Nein, trink Wasser. Nein, ich weiß nicht so recht. Trinkst du Wasser, stellt das Gesundheit wieder her. Nicht gereinigtes Wasser verursacht, aber Schaden. Okay. Ich muss mich da langsam... Was ist das? Blutblatt. Okay. Da sind auch noch drei. Wow. Was war das? Ich habe mich gerade verdrückt. So, aber ich glaube... Gegner scheint sie keinen zu geben. Das eine Blatt davor nehme ich noch und dann drehe ich auch schon um. So. So.
Können wir Wurzeln nehmen? Nein. So eine Wurzelsuppe wäre auch was Feines. Ich meine, in Zeiten wie diesen, wo es wahrscheinlich gar nichts mehr gibt, ist man froh, wenn man was Pflanzliches hat zum Essen. Weil die Pflanzen sind ja ein Hammer, ne? Die überleben ja so ziemlich alles, gleich wie Insekten. Die machen einfach mal eine kleine Evolution und dann sind wir schon wieder fertig. Ja, Sanctuary. Unser Törfchen. Sind hier Käfer, Viecher, sonst irgendwas? Hallo? Kotzwölf? Nicht im Ernst, ich lade mal kurz nach. Ich weiß ja immer noch nicht, wie ich die Waffe wegtun kann. Kotzwölf. Ich glaube, sonst ist da niemand, oder? Kotzwölf? Ja, hallo? Ist denn das die Möglichkeit? Du? Du bist es wirklich? Ja. Mei, wie schaust denn du aus? Bisschen verrostet, können wir dich nicht irgendwie aufpolieren? Mei, aber... Mei... Das kann nicht sein. Alles tot. Du bist noch hier. Was ist passiert? Nein, frag mal, du bist noch hier. Kotzwölf, du bist noch da. Also, könnten andere auch noch am Leben sein? Natürlich bin ich noch da. Ein bisschen Strahlung kann dem Prunkstück von General Atomics International doch nichts anhaben. Aber sie wirken mitgenommen. Ihr Mann sollte sie in diesem Zustand lieber nicht sehen. Wo ist ihr überhaupt? Du wirst es nicht glauben, was passiert ist. Sie haben ihn umgebracht. Sie kamen in den Vault. Vielleicht hast du sie gesehen. Sie hatten Waffen und seltsame Outfits. Nur Miss Rosas Junge, der in einem Halloween-Kostüm rumgelaufen ist, mehr als eine Woche zu früh. Diese Frau hat Nerven, ihr Gehör unbeaufsichtigt zu lassen. Boah, das war nicht nett. Sie, Ma'am. Sie sind die perfekte Mutter. Und ihr Mann, wo ist er überhaupt? Ich hab doch gesagt, sie haben ihn gerade umgebracht. Er kann nicht tot sein. Sie haben ihn getötet. An einem besseren Ort. Sie haben ihn getötet. Sie haben ihn getötet. Ma'am, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen eine Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Kotzwurf. Sie haben ihn entführt, aber... Ich meine, hast du ihn gesehen, wenn er schon nach ihm fragt, ne? Braucht man nicht. Das ergibt keinen Sinn. Sie haben ihn mir weggenommen. Sean wurde entführt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde mein Baby zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre, ja, das wissen wir. Antworte mir, mir geht es gut. Das ist unmöglich. Antworte mir. Mir geht es gut. Ich meine, mit 200 Jahren, das wissen wir schon, 210 sind sogar. Egal, wie lange es hier ist. Ich fühle mich gut. Eigentlich etwas mehr als 210. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Alles klar, warum ist das gelb? Manchmal erhalten die Leute Informationen oder Kronkorken. Versuche die Leute zu überreden. Wie schwer ist jemand zu überreden? Erkennst du an der Farbe gelb? Einfach. Orange mittel, rot schwer. Alles klar. Hat es Ihnen die Sprache? Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden
traut sie einfach nicht raus. Okay. Diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Okay. Ach du. Was weißt du? Konzentrieren, aufhören, bleib bei mir. Was weißt du? Schauen wir so mal. Was weißt du, Cotsworth? Ich weiß leider gar nichts, Ma'am. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, sie und ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Autopunk. Ich glaube, ihr Mann wollte es ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Och, Mann. Holoband, das ist immerhin etwas. Ist nicht viel. Danke. Holoband? Ein Holoband? Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihren Mann und den kleinen Sean noch. Unglaublich optimistisch. Irgendwas Gefährliches? Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Mann. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Vielleicht. Nein, ja. Ja, okay. Bitte. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Mann. Oh. Mann, da freut er sich. Oh Gott, ne, es... Und das Dreirad, ich habe das Dreirad umgeschupft. Kann man das wieder aufstellen? Oh, ruck. Das ist das Dreirad von unserem Sohn. Ja, jetzt steht's wieder. Schön. Ach, du Heilige, ne. Cotsworth, ich komme gleich. Ich muss nur den Part beenden. Ihr Lieben... Wir haben wieder frische Luft. Wir sind in unserem Heimatdorf. Heimatort. Es ist alles kaputt. Es ist niemand mehr da. Es schaut aus... Boah. Aber was soll man machen? Nach über 200 Jahren schaut eben eine Ortschaft mal so aus, ne? Naja, jedenfalls im nächsten Part schauen wir weiter. Werden wir... das Dorf hier, also unser Heimatdörfchen untersuchen, also durchschauen, ob jemand noch da ist. Vielleicht finden wir Überlebende, ich hoffe sehr. Jedenfalls, mir war es wieder eine Freude. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!